viel geboten, fand ich, oder für meinen Geschmack. Also hat Spaß gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Fairy Tail ist für mich ja auch ein sehr interessanter Manga geworden. Wobei ich ja auch sagen muss, ich beschäftige mich auch mit ganz vielen Manga, die so ein bisschen Sonderposition für mich haben. Also gerade so Sachen wie Judge oder Daubt, Sachen, die so ein bisschen unter die Haut gehen, die Tiefe haben. Vielleicht auch Sachen, die eher interessante Story haben, wie zum Beispiel Liar Game, finde ich, hat eine unglaublich geniale Story und eine unglaubliche Tiefe, was so existiert. Das Problem ist halt immer, dass vieles von dem Kram halt auch oder sehr, sehr viele Sachen nicht so gut nach Deutschland kommen. Es gibt so viele interessante Sachen auf dem japanischen Markt, was alles nicht so nach Deutschland rüberkommt. Und wo man dann echt guckt, dass man sich den Kram dann halt auf Englisch irgendwie holt, ne, aus importieren lässt oder dass man halt dann irgendwie auf Anime-Serien warten, weil seltsamerweise die Anime-Serien eher als die Manga zu uns rüberkommen. Dank Publishern wie Kasee und ne, dergleichen, ist halt irgendwie so ein bisschen schon ein trauriges Prinzip. Da muss ich mal abwarten, was jetzt mit Crunchyroll zum Beispiel ist, wo das dann im O-Ton rüberkommt mit Untertiteln, ne, ob das dann zum Beispiel auch noch eine neue interessante Möglichkeit ist, viele von den Anime-Serien oder Manga umgesetzten Anime-Serien, die nicht zu uns rüberkommen, vielleicht doch irgendwie zu Gesicht zu kriegen. Das wäre schon ganz schön und ganz verlockend. Letztendlich, wie das Angebot halt funktioniert und beziehungsweise auch, wie das mit den Rechte-Geschichten auch so ganz läuft. Ne? Also, ja, gibt's ja ganz. Da hat ja der Nino von Ninotaku TV hat er ja auch schon Folgen gemacht und das Thema angesprochen und das Ende der Fan-Sub-Szene, wie auch immer, ist da ja auch immer, kommt direkt da als Schlagwort bei solchen Geschichten als Knackpunkt noch mit rein, aber ich meine, die bewegen sich so oder so eher in so einer Grauzone und Crunchyroll ist da ja eher eine offizielle Geschichte, die da nichts zu fürchten hat. Die Grauzonen oder die Fansubber, das ist ja wirklich so eine Hobbygeschichte, auch so eine Herzensangelegenheit, die so ein bisschen ja auch wie dieses YouTube-Werken ist, wie das Let's Playen. Man möchte ja das unterstützen, was es da gibt, indem man es versucht, mehr Leuten zugänglich zu machen. Und es ist ja irgendwo schon eher Werbung, was da betrieben wird, als irgendwelche Urheberrechtsverletzungen. Aber unsere Gesellschaft ist ziemlich verkorkst in dieser Hinsicht. Also, ich schreibe auch privat. Ich schreibe Geschichten und erfinde auch eigene Texte und sowas. Und natürlich möchte ich da auch einen Schutz hinter wissen, aber ich weiß zum Beispiel auch, dass ich es nicht übertreiben muss und den Fans nicht unbedingt einen Karren pissen sollte vielleicht. Magierin erreicht Level 17 und lernt mit Psychic Assault einen neuen Skill, der quasi Schaden macht, basierend von unseren HP. Okay, interessant. Edward, Level 17, erlernt Bestial Slash und einen stärkeren Arkanbrand. Das ist nett. Und der Minotaurus mit Level 17 macht seinen brutalen Schlag noch brutaler. Skeletor reformiert sich, so dass er jetzt noch mehr HP kriegt. Chucky Level 15. Ja, da haben wir die ganze Truppe mal ordentlich auseinandergenommen. So, was ist hier? Gibt's hier irgendwas Interessantes? Irgendwas? Nee, ne? Ich hatte jetzt einfach mal so wild ein bisschen rumgeklickt, aber was haben wir hier? Der Altar in diesem Raum wirkt ziemlich abgenutzt. Du findest einen kleinen Schalter an der Unterseite des Altars. Ja, den drücken wir mal. Aus der Distanz hörst du das Geräusch von Stein aufeinander reibend. Oh, das war wahrscheinlich dieser Geheimgang, aber naja.
Der war ja dann nicht wirklich ein Geheimgang, das war ja eher schon wirklich eine storyorientierte Sache, ne? Also, das mussten wir ja sozusagen finden, na ne? Toll. Da hatte ich echt die Hoffnung, wir haben mal wieder einen Geheimgang irgendwie aufgespürt. Da. Na toll. Das ist jetzt schon wirklich enttäuschend, aber warum ist hier so ein einzelner Schalter? Nee. Okay. Das hat jetzt nichts gebracht. So, ab ins nächste Level. Damit haben wir jetzt Level 2 in Block 5 hinter uns gebracht. Und haben da jetzt doch ein bisschen mehr gebraucht. Nach dem kurzen ersten Level kam jetzt doch ein sehr umfangreiches zweites Level. Hatte ja doch einiges zu bieten. Die Räume werden größer, die Hallen umfangreicher. Da ist noch ein Weg, aber auch eine Kampfwolke, sage ich jetzt mal. Also Gegner, sprich ein Gegner so rum. Sprich Gegner, sprich. Ach, Mist. Ich dachte, ich könnte um den ein bisschen herumlaufen, um erstmal mir alles anzuschauen. Ist ja nicht so, als wäre ich nicht trotzdem noch zu euch gekommen und hätte euch den Hintern aufgerissen. Aber gut. Wenn ihr es sofort haben wollt, dann solltet ihr es auch sofort kriegen. Ist ja nicht so, als hätte ich was gegen, nicht? Oh, wir haben hier neue Energie dazu gekriegt. Sehr schön. Genauso wie der Vampir. Oh, die haben alle einen weiteren Energiepunkt dazu gekriegt. Oh. Oh, wunderbar ist das. Das ist ja. Ach, gib mir das Herz auf. Naja, halbwegs. So. Wo waren wir jetzt thematisch zuletzt stehen geblieben? Ich meine, die haben aber ganz schön gute Defense gehabt, dass der Minotaurus eigentlich nur bei dem Elfenmagier wirklich jetzt gerade Schaden angerichtet hat. Wo war ich jetzt thematisch? Ach ja, bei den Fan-Subs, Fan-Dubs und Pipapo und bei den Grauzonen. Natürlich weiß ich dann, dass ich den Fans halt nicht an den Karren pissen sollte, weil die Fans machen halt alles aus. Und wenn die Fans sauer werden, dann kann das halt auch echt schnell nach hinten losgehen. Und natürlich wird es wahrscheinlich nie so sein, dass man alle Fans auf einmal irgendwie verjagt oder vergrault oder so. Irgendwie was macht. Aber es. Ne, man muss da echt immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt da wirklich Firmen, die tun sich keinen Gefallen damit. Nehmen wir mal ganz groß Nintendo. Nintendo geht gegen alles vor, was Let's Play auch nur ansatzweise irgendwie in seine Überschrift reinpackt. Und das, obwohl die Firma momentan finanziell echt auf wackeligen Beinen steht und jede positive Werbung, jede vor allem kostenlose positive Werbung gebrauchen kann, dringendst gebrauchen kann. Nein, sie gehen rigoros gegen jeden Let's Player vor und verbieten Let's Plays in jeglicher Hinsicht, als hätten sie Angst, dass ihre Spiele tatsächlich so schlecht wären, dass jemand irgendwie oder jemanden vor Augen geführt würde. Finde ich eine sehr zweifelhafte bis sehr fragwürdige Firmenpolitik. Aber gut, ich meine, es gibt ja noch Let's Player, die verdienen einfach an denen mit dran. Oder beziehungsweise vielleicht die ganz Großen dürfen tatsächlich noch selber was dran verdienen, ich weiß es nicht. Es gibt tatsächlich trotz allem noch Leute, die die Firma mit Let's Plays unterstützen. Ich persönlich finde es. Ich möchte. Wenn ich ein Let's Play mache, möchte ich halt das Spiel präsentieren. Nicht nur, weil das Spiel sich als Let's Play einfach eignet, vielleicht, sondern auch, weil ich die Firma dann unterstützen möchte, weil ich das Spiel unterstützen möchte, weil ich es toll fand. Also ich spiele wirklich Spiele, die mir gefallen haben. Außer mal, ich spiele einfach irgendwas, was ich vorher noch gar nicht angetestet habe, wie Paper Sorcerer, was mir aber trotzdem dann im Vorfeld schon einen so positiven Eindruck beschert hat, dass ich einfach sage, ey, das sieht schon so geil aus. Egal, ob ich es jetzt schon angeschaut habe und es für geil befunden habe, ich werde es trotzdem jetzt mal Let's Playen. Selbst dann hat das Spiel eine positive Wirkung auf mich gehabt und möchte ich oder wird dann von mir unterstützt auf diese Weise. Dann ist ja trotzdem noch dieser Wunsch des Unterstützens vorhanden. So. Und wenn Firmen aber dann hingehen und sagen, hey, wir haben das nicht nötig, ne? Wir sind so imbar, wir haben das absolut nicht nötig, dass irgendwer uns da unterstützen will. Naja, in Zeiten von immer
größerer Konkurrenz auf dem Markt und in einer Zeit, wo der Indie-Markt boomt ohne Ende und wirklich kreative Spiele, die zwar nicht die Triple-H-Status innehaben und nicht Milliarden gekostet haben, aber viel mehr Fun machen als die Triple-A-Titel, sollte man da immer vorsichtig mit so einer Firmenpolitik sein, meiner Meinung nach. Und vor allem wissen wir, Internet, do your thing, wie LeFloid so schön sagen würde. Heute ist irgendwie eine Folge, wo ich lauter YouTuber-Kollegen erwähne. Na gut, ist halt so. Wird die Folge dann vielleicht als Überschrift auch YouTube-Thema... jetzt habe ich schon verbockt. Also YouTube irgendwie als Themenüberschrift auch haben. Na, mal schauen. Jedenfalls, sollte man da echt vorsichtig sein, weil die kleinen Firmen, gerade die Indie-Firmen, sagen, hey, geil, finden wir toll, wenn ihr uns mögt und wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, bitte sehr, macht. Und die Großen aber sich dafür zu fein sind und sagen, ne, machen wir nicht, weil das Internet hat da in dem Punkt echt große Macht. Und ein Let's Player kann echt eine ganze Firma den Arsch retten. Auch hier, und da ist der nächste YouTuber-Kollege im Thema drin, sei Gronkh erwähnt, der mit Dedalic Entertainment durch seine Let's Plays von Deponia und Harveys neue Augen und Edna bricht aus und sowas einen unglaublichen Schub gekriegt hat. Verkaufszahlen sind in die Höhe geschnellt, weil die Leute diese Spiele durch ihn entdeckt haben, für geil befunden haben und einfach mal die Firma da wirklich den Arsch fast, möchte ich sagen, gerettet hat. Ist eigentlich so ein Positivbeispiel für, wie es richtig geht. Und eigentlich eine Sache, wo die amerikanischen Let's Player noch einen viel größeren Einfluss drauf haben. Wenn ich mal überlege, wenn ein PewDiePie ein Spiel Let's Playt und 2 Millionen Leute sich dieses dann anschauen, okay, Amerikaner oder gerade PewDiePie Let's Playen anders als wir, da werden so die interessantesten Szenen der Aufnahme quasi zusammengeschnitten. Und da kommen dann auch nicht 5 Let's Plays parallel pro Tag raus, wie bei einem Gronkh jetzt oder bei einem Pete's Meet oder German Let's Play oder Let's Fail oder wer auch immer. Da ist das dann wirklich eine Folge am Tag und dann ist das ein Zusammenschnitt von den besten 10 oder sowas. Aber trotzdem ist es eine fette Unterstützung, wenn, wie gesagt, 2 Millionen Leute sich dieses Video anschauen und sagen wir auch nur 10% davon dieses Spiel für geil befinden und vielleicht sich kaufen, sind das 200.000 Leute, die dieses Spiel sich dann kaufen. So, und das ist für eine Firma eine unglaublich große Unterstützung und Förderung. Aber ich weiß ja nicht, wer die Mathematiker bei Nintendo sind, wer da die Mathe-Geeks sind und Cracks sind und die finanziellen Berechnungen anstellen, würde ich nur vielleicht mal so als Denkanstoß nach Japan rüber empfehlen und schicken und so, ne? Gerade weil die Wii U momentan spieltechnisch echt schwach auf der Brust ist. Also ein Zombie U rockt da ohne Ende und dann wird's schon mau. Also da, was danach, also jetzt im April, Mai und so, da kommen sie langsam, da kommt mit Mario Kart und Smash Brothers und so, da kommen endlich die dicken Titel, auf die alle warten. Zelda-Teil lässt immer noch auf sich warten, wo der bleibt, keine Ahnung, dafür kriegen wir nur so ein billig Zelda-Abklatsch als Häppchen zwischendurch, naja. Aber da kommen sie langsam, die Verkaufsschlager, die Gründe, warum man vielleicht mal zur Wii U greifen sollte. Ansonsten ist das da ein bisschen... Oh, Green Goblin Level 18 mit stärkerer Smoke Bomb. Blair Witch Level 18 mit einem Massenheilungsskill. Hui! Und einem stärkeren Curse of the Fool. Also der Massenheilungsskill lockt ja schon... ziemlich. Du findest einen losen Stein, der aus der Wand herausschaut. Ja, den drücken wir doch mal. Oh! Geheimgang! Endlich! Ein richtiger Geheimgang! Ein geheimer Geheimgang, sozusagen. Und ein Obsidian-Katar haben wir gekriegt. Sehr schön. Und eine Notiz ist in der Box. Nur 5 Kolumnen? Was? Okay. Ich glaube, wir haben momentan niemanden, der Katare benutzt. Das ist ja so der Assassin. Den haben wir in unser Team noch nicht geholt. Der die benutzt und haufenweise leiden.
Shirts. Also wir haben, glaube ich, die Wäscherei gefunden und die haben wir leergeräumt.